Hallo Welt! Heute ist mal wieder einer dieser Tage, wo ich Hausarbeit fröne. Kartons zusammen mache und allen möglichen Scheiß. Und da wollte ich euch nebenbei mal auf ein paar Missstände auf der Welt aufmerksam machen. Und gleichzeitig ein paar Ratschläge für Umweltschutz und so ein Kram. Ich wollte euch schon immer mal meine Dose zeigen. Jetzt komme ich endlich dazu. Schaut euch dieses Ding an. Das ist meine absolute Lieblingsvorzeigedose. Jetzt hat er scharf gestellt. Und so verbeult kommen die manchmal bei mir an. Also im Internet Essen bestellen ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber 99,999% der Fälle bekommt man sein Geld zurück. Das macht es auch gar ein bisschen besser. Ich dann die Ware immer noch nicht habe und ich ja die Ware brauche. Da muss ich immer wieder frisch bestellen und das macht dann halt Arbeit und das ist eine zu große Belastung für mich. Aber diese Dose wollte ich euch immer schon mal zeigen. Und wenn ihr wissen wollt, von welchen Anbietern man Dosen so zerbeult kommt, das kann ich euch sehr klar sagen. Von jedem. Immer mal wieder hat irgendeine Firma irgendein Paket richtig schlecht verpackt. Und was mache ich mit dieser Lieblingsdose, die ich schon mal für euch filmen wollte? Da sammle ich Aluminium drinne. Und wenn ihr recyceln wollt, solltet ihr auch Aluminium sammeln. Ihr tut nichts Gutes für die Umwelt, wenn ihr Aluminium im gelben Sack packt, wie euch angeraten wird von Müllfirmen. Dann wird es nur verbrannt. Dann wird es nicht mehr eingeschmolzen verwendet. Das Einzige, was bei gelben Säcken bis zu einem gewissen Teil wird, ist, dass die Eisendosen mit einem Magneten rausgefiltert werden. Also eine Eisendose hier zum Beispiel, wenn die in den gelben Sack kommt. Und die wird dann vielleicht eingeschmolzen und wiederverwendet. Aber der Rest des gelben Säckes wird verbrannt und wir haben dann ja Aluminium in der Luft in Massen auf dem Planeten und das atmet ihr dann ein. Deswegen sammle ich es und schicke es dann auf einen Wertstoffhof und die schmelzen das dann dort ein wieder zu Aluminiumbarren. Generell würde ich allerdings versuchen, Aluminium zu meiden, so gut es geht. Ich versuche das auch. Es gelingt mir nicht immer, da ein paar Drogen leider ausschließlich in Aluminium verpackt, verkauft werden leider nur, aber ich versuche es überwiegend zu vermeiden, weil es ein neurotoxisches Metall ist, das ihr nicht an eurer Nahrung, in eurem Magen und am Ende landen in eurem Gehirn haben wollt, weil dort ist das dann ganz schlecht. Hashtag Alzheimer. Also vorsichtig mit Aluminium und wenn ihr der Umwelt was Gutes tun wollt, dann lasst es einschmelzen und bringt es zum Wertstoffhof und schmeißt es nicht mehr in die gelben Säcke. So, jetzt packe ich die Dose hier erstmal wieder hin. So viel erstmal zu Alu und zu verbeulten Dosen, denn ich bestelle bald wieder und dann mache ich die alten Pappen weg und dann kommen solche Pappen, wie ihr da draußen eben gesehen habt. Moment, jetzt muss ich auch legen. Genau, der nächste Missstand, das findet sich hier auf meinem Badschlafzimmer. Das haben wir hier. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Irgendwann wird es wieder scharf. Guck mal, dass er auch scharf stellt. Na, ich gehe mal raus, wo mehr Licht ist. So. Jetzt schalt scharf. Einwandfrei. Das ist eine Nicht-Markenqualität-Billigzahnpasta. Und was man da für Wörter drauf findet, das geht auch unter keine Kuhhaut. Aqua, Hydrated, Silicia, Sorbitol. Propylenglykol, Pentasodium, Triphosphate, Glycerin, Sodium, da brauchen wir das Lieblingswort. Zellulose, Kamm, Aria, Aroma, Alumina, Sodium, Fluorite, Allantoylsäure, okay. Also, in vielen Zahnpastas findet ihr die Silbe Poly. Dann habt ihr meistens Mikroplastik drin, was sich auch in eurem Körper ablagert. Meidet die Silbe Poly. Die Poly-Silbe habe ich hier nicht gefunden, aber zwei andere Silben, die mir überhaupt nicht gefallen. Das wären zum einen Alumina, was nichts anderes bedeutet außer Aluminium, was schön neurotoxisch ist und ja wieder mal einmal mehr am Magen kriegt. Denn ich habe es gegoogelt. Das ist tatsächlich das versteckte Kofferwort für Aluminium, wenn die Alumina draufschreiben. Schön neurotoxisch, dieses Metall. Wollt ihr auch nicht in eurem Gehirn haben? Und dann natürlich Fluoride, das ist sowieso das allergrößte Gift. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe dunkel in Erinnerung, dass Fluoride hergestellt werden
bei der Herstellung von Aluminium. Also Aluminium muss aus Bauxitgestein gewonnen werden. Das muss man dann in eine hochätzende Lauge hineinballern und da entstehen Fluoride. Und da Fluoride ein Giftmüll ist und die nicht wissen, wo sie es hinmachen sollen, machen sie es in Zahnpasta. So, und noch woanders hin. Also in die Lebensmittel. So wird dann halt dieser Sondermüll, Fluorid, abgebaut in menschlichen Körpern. Ist das nicht schön, wie die ihren Sondermüll loswerden? Und das muss man wissen. Deswegen bestelle ich nur Markenzahnpasta. Kostet Tube 5, 6 Euro. Da sind keine Fluoride, kein Aluminium und kein Mikroplastik drin. Darauf solltet ihr achten. Und ich weiß, einige Menschen von euch, die mir zuschauen, sind schon so naturverbunden, die nehmen ganz krasse Sachen. Man kann nämlich auch Xylit nehmen und was kann man noch von Kram nehmen? Ach, kann sich sogar mit Curry die Zähne putzen oder mit Kokosöl. Die basteln sich da selber was. Ich habe für selber Bastelei natürlich null Energie. Und deswegen bin ich auf industriell hergestellte Zahnpasta angewiesen, sonst hätte ich gar keinen Zahnpasta. Aber ich habe mir auch schon 10 Uhr Zahnpasta geputzt, funktioniert auch ganz gut. Ja, man kann sich das selber Zeug zurecht basteln. Für solche Schnickschnack habe ich keine Energie, aber ja, das ist nur ein Beispiel. Billigzahnpasta. Jede Billigzahnpasta hat Fluorid, Aluminium und Mikroplastik. Und Propylene könnten auch Mikroplastik sein, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wichtig ist nur, dass ich die Silberpoly meide, die Silberalu meide und die Silbefluor meide. Das sind keine schönen Silben, die wollt ihr nicht in eurem Maul und in eurem Körper haben. Das ist pures Gift. Ja. Und auf diese Missstände habe ich schon lange nicht mehr aufmerksam gemacht. Also tue ich es doch mal hin und wieder für die 3,5 Hansen, die mal in meinen Kanal schauen, die davon noch nichts wissen. Ja. Und damit verabscheue ich mich auch gleich. Da bin ich. Ja, und damit verabscheue ich mich. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.